Dann mal schauen, der Fokusstrategie. Siebter Titel. Verhältnis zum Bund, zu den Kantonen und zu den Nachbarländern. Verhältnis zum Bund und zu den Kantonen. Artikel 47 Absatz 1. Der Kanton wirkt mit solidarischem Einsatz bei der Verwirklichung der gemeinsamen Interessen des Bundes und der Kantone mit. Absatz 2. Zu diesem Zweck pflegt der Staatsrat die Beziehungen zu den Tessiner Vertretern in der Bundesversammlung. Vertreter im Ständerat, Artikel 48. Absatz 1. Die Vertreter im Ständerat werden gleichzeitig mit den Vertretern im Nationalrat und für 4 Jahre gewählt. Im ersten Wahlgang gilt das absolute Mehr. Absatz 2. Nicht wählbar sind Bürger, die wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das mit der Würde des Amtes nicht vereinbar ist, zu einer Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt worden sind. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Grundsatz des Minimalstandards. Grundsatz des Minimalstandards. Artikel 49. Absatz 1. Der Kanton erleichtert und fördert die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Absatz 2. Schränkt ein ausländischer Staat mit abschreckenden internen Regelungen oder Umsetzungsmaßnahmen den internen Vollzug völkerrechtlicher Verträge, die mit dem Bund geschlossen wurden, ein, so wendet der Kanton unter Beachtung des Grundsatzes der Reziprozität bei der Umsetzung der Verträge dieselben Mindeststandards an. Auftrag an die Behörden und Bekämpfung von Lohndumping. Artikel 50. Absatz 1. In den Beziehungen zum Bund, zu den anderen Kantonen und zu den Nachbarländern müssen die Behörden die Identität, die Autonomie, die Sozialziele und die wirtschaftlichen Interessen des Kantons fördern und schützen. Absatz 2. In den Beziehungen mit den Nachbarländern wirken die Behörden auf den Arbeitsmarkt entsprechend den Bedürfnissen der im Kantonsgebiet lebenden Personen ein, indem sie die gesunde berufliche Komplementarität von schweizerischen und ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fördern und den Ersatz inländischer Arbeitskräfte durch ausländische in Klammer, Verdrängungseffekt Klammer zu, sowie den Wettlauf um Lohnsenkung, Lohndumping. Also um Lohnsenkungen, also sowie den Wettlauf in Lohnsenkungen, in Klammer Lohndumping, Klammer zu, vermeiden.
dürfen jetzt das zweimal voll machen. Das ist richtig. An zwei Stellen vor. Nachher geht es weiter mit dem Titel 8, Behörden.